Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, wir haben im letzten Part dieses komische Gerät hier gebaut und schon ausprobiert. Als Belohnung dafür, dass alles so super hingehauen hat, ist uns glatt eine Siedler, sind uns die Siedler davon gelaufen. Ja. Es ist natürlich jetzt nicht so gut. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, ob nur die eine weggelaufen ist. Ja, ist nur die eine weggelaufen. Sie wollte Graham noch mitnehmen. Aber ihm gefällt so gut hier. Er hat Arbeit und so weiter. Er ist wirklich eine treue Seele. Was manchmal nicht so klasse ist, wenn man eine treue Seele ist. Aber ja, zwecks ausgenutzt werden und so. Aber ja, Clem ist eben, ja, naiv genug, dass wir ihn hier weiter beschäftigen können, ja. Mir gefällt das Ganze hier nicht so recht. Chemie verfüttern, irgendwelche Experimente an irgendwelchen Menschen durchzuführen, die obendrein noch schmerzhaft sind. Ich bin da echt kein Fan davon, aber ja, es ist ein Spiel, es ist auch ein DLC, es ist, wir dürfen was bauen. Doch zuvor habe ich ja versprochen, dass wir endlich mal unsere Punkte skillen. Wir haben jetzt 3. Ich möchte hier, du erhältst plus 50 Schadensresistenz, das will ich mal haben. Dann hat den, will ich haben. Dann haben wir hier, ne, unsere Buffen. Nicht automatische Gewehre verursachen doppelten Schaden, ignorieren 30% des gegnerischen Rüstungswertes und haben eine um 2% erhöhte Chance auf Verkrüppelung. Gewehrschütze. Da fehlt es aber schon auch das Scharfschützenwert runter, hoffentlich. Auf jeden Fall möchte ich das auch noch haben. Warte. Da sind wir fertig. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich jetzt gerade was fest vergesse oder übersehe. Warte mal kurz. Hacken. Ich glaube, das passt schon so. Ich skill auf jeden Fall den noch mit. Ich denke, die Scharfschützendingens werden hier auch mitzählen. Also annehmen. So. Und eins haben wir noch. Die schwarze Witwe ist fertig, ne? Ja. Was habe ich denn gedacht gehabt? Auf Schlossknacken gedacht? Da wäre aber Erste Hilfe besser. Ich werde es hier investieren. Erste Hilfe ist besser. So, ja. Das passt schon so. Das nächste drum geht dann halt wieder, also der nächste Skillpunkt geht dann halt wieder in Ausdauer. Ich brauche einen Baurüstungsstandl. So, lala. Wo war das jetzt wieder drin? Was haben wir da? Stimmt, den Spielautomaten müssen wir jetzt auch aufstellen. Der will sicher auch wieder Strom haben. Ich baue ihn mal kurz hier hin. Das schaut alles nicht schön aus, ich weiß, aber es wird noch schön werden. So. Das dient jetzt nur mal, dass wir hier mit der Quest vorankommen. Ich muss dann sowieso wieder ein, zwei Baufolgen machen und dann wird das hier noch schön. Hoffentlich. Dann können wir im Erdgeschoss irgendwie so einen Raum bauen, wo eben die gesamten Versuchsgeschichten sind. Beziehungsweise Getränkeautomat. Vielleicht geht es ja irgendwie so, dass wir da eine Küche oder so mal bauen können. Das wäre halt schön. Ja, das wäre toll. So, und nun brauchen wir jetzt wieder das Terminal, nehme ich an. So,
Das kommt weg. Terminal. Mal so. Zack. Und dann stellen wir ein. Jo. Spielautomaten-Experiment. Ja. Schuldknecht. Was haben wir da? Aha. Warte. Aha, da gibt es keinen Eintrag. Kundenprofil. Mhm. Verlorene Einnahmen. Okay. Notizen von Aufseherin Barstow. Glücksspiel ist von sich aus schon reizvoll. Casinos im ganzen Land haben Millionen ausgegeben, um diesen Reiz zu perfektionieren. Eine ausführliche Analyse der dabei verwendeten Techniken in der Commonwealth-Fachzeitschrift für Psychologie hat mich auf die Idee gebracht, Glücksspiel als positiven Motivator im Wald zu nutzen. Die große unbeantwortete Frage lautet, wie dieses Gerät am besten eingesetzt werden kann. Optionen: A. Das Gerät könnte dahingehend manipuliert werden, dass es Personen zuerst anlockt und später aller finanziellen Mittel beraubt. Dies würde zu einem maximalen Erlös für den Vault führen. Hierbei handelt es sich um den Schuldknecht. B. Die Maschine selbst könnte ein Standard-Glücksspielautomat sein, der jedoch Personen analysieren und dem Aufseher die Möglichkeit bieten kann, schändliches Verhalten zu überwachen. Kundenprofil. C. Falls Zeit für eine Steuerung ist, könnte die Wahrscheinlichkeit zur Maximierung des Gewinns angepasst werden. Die Spieler würden also so gut wie nie verlieren. Dies würde sich zweifelsohne als beliebt erweisen, wenngleich auch teuer. Der Parameter verlorene Einnahmen sollte allerdings nur für A-P-Tests gewählt werden. Mhm. Dann würde ich sagen Kundenprofil, oder? Den nehmen wir doch, dann kann die Aufseherin super Daten sammeln. Lass Clem eine Stunde spielen. Alles Gleiche. Wird sicher wieder verkehrt sein, aber mal schauen. Clem, bitte. Bitte. Du darfst. Mach. Hine. Du darfst. Dann mach ich halt. Ach, schau jetzt du da. Du Kerl. Passt. Er schöpft schon. Sehr gut. Ja. Was ich auch noch tun könnte, ist das eine Bettchen hier. Könnte ich darauf stellen. Wow. Dann kann der Wachmann. Geht das überhaupt? Kann man das da reinstellen? Na, oder? Na, geht gar nicht. Oh. Okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Lass mal so. Ich habe nämlich gedacht, gehofft gehabt. Und auch gedacht. Stell dir vor, ich habe gedacht. dass wir vielleicht eventuell da drin ihm ein kleines Quartier bauen können, aber nö, so ist es nicht. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier weiter vielleicht. Ein bisschen, bis Glem fertig ist. Wird eh nicht allzu lange dauern. So. Na komm, Klipsel, perfekt. So, die Aufseherin hat ihr Klumpert. Den Spind kann sie wieder haben. Ich würde sagen, hier hin. So. Dann das Regal von mir aus noch. Ah, das wäre fürs Büro nicht schlecht, ne? Wenn wir hier vielleicht ein kleines Büro zusätzlich machen. Da müsste ich den Tisch nämlich auch noch drehen. Warte, dann machen wir da hinten. Mal so. Du kommst auch mit. Einfach mal so. Ist der Bürotisch noch da oder habe ich den verschrottet? Doch, da ist er.
Komm mit. Mal so ein kleines Bürotischchen. So, ne? Ist aber schon fast zu nah an der Tür, oder? Schaut, das sieht ein bisschen geschissen aus. So vielleicht. Wobei eigentlich das Büro hierher gehört hätte, ne? So als Eingang, da kommst du irgendwie rein. Und da müsste hier quasi die Empfangsdame sein, ne? Also Empfangsdame, die Sekretärin halt, ne? Streng gesehen müsste der Tisch dann hierher. Also, nachdem ich die Wand fertig gebaut habe. Die Aufseherin ist schon wieder fortgelaufen. Warte mal kurz. Das will ich noch schnell fertig zu schustern. Na, nicht so. So. Ah, ich bin ein Trottel. Das hätte ja zweistöckig gehört. Ah! Ich Depp. Jetzt fällt es mir auch erst wieder ein. Verschrotten. Jupp. Das hätte ja zweistöckig gehört. Ups. Upsi. Ich meine natürlich, das war natürlich mit Absicht. Ich wollte wieder mal testen, ob ihr mir zuhört und zuschaut. Ja. Aber hier nochmal zweistöckig. Na, hier kommt jetzt nur eine Tür hin. Warte mal. Tür, oh Tür, wo bist du? Da ist die Tür. Da brauche ich einen Boden, ne? Warte mal. Da ist sie. So. So. Aha, ich verstehe schon, wie das eigentlich gedacht ist. Okay. Das sollte dann wandtechnisch eigentlich so hingehören. Dann wird es wieder einen Sinn ergeben. Ich muss das Ganze richtig drehen eigentlich. Ist ja wurscht, oder? Wird schon mir hinhauen. Doppelt. Warte, die Wand will ich noch schnell fertig zimmern. Dass wir irgendwas noch halbwegs Gescheites gemacht haben. So. Und wenn es passt, da, ja. Genau. So ist schon mal nicht so schlecht. Da oben noch eine Wand hin, wäre super. Die da. Nanu, ich bleib hier stecken. So. Jo, das schaut nicht so schlecht aus. Jawohl. Und dann noch die Decke. So ungefähr. Oh je. Da. Halt. Was habe ich gebaut? Oh je. Was habe ich da jetzt hingebaut? Ich weiß es nicht. Bauen. Bauen und bauen. So, ja. Na bitte, den ersten Teil haben wir ja schon. Wow. Von außen schaut es halt nicht so schön aus, aber da kommt dann eh noch eine Wand her. Dann passt das schon. Schneide ich auch schon langsam, wie das gedacht ist. Wow. Naja, geht. Ist verkraftbar. So, Aufseherin. Servus. Schauen wir mal nach Clem. Oh, hallo. Soll der Spielautomat so blinken? Ich schwör's. Ab und zu macht er komische Geräusche und blinkt. Das bildest du dir nur ein. Ein Spielautomat macht doch keine Fotos von Leuten. Was denkst du? Sarkastisch. Zufrieden mit den Ergebnissen? Genug von den Tests. Was denkst du nach all den Experimenten? Endlich fertig. Nach Hunderten von Jahren der Planung und Verfeinerung. Die Ergebnisse waren durchwachsen.
Aber in der Wissenschaft kommt man selten dort an, wo man eigentlich hin wollte. Jetzt, da mein Lebenswerk vollbracht ist, werde ich unsere Pläne zu anderen Vaults bringen, um das Leben der Leute dort zu verbessern. Bleib als Aufseherin, keine Vaults mehr. War eine Ehre, mit dir zu arbeiten. Gefährlich da draußen. Vault 88 braucht dich und deine Führung. Wir dürfen unsere Aufseherin nicht verlieren. Wie ergreifend. Gefühle sollten bei dieser Überlegung keine Rolle spielen. Aber irgendwie tun sie es. Ich werde bleiben. Zusammen werden wir Vault 88 zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung machen. Für die Zukunft. Na, schauen wir mal. Legende von Vault 88 reduziert den durch Ghule verursachten Schaden um 15%. Boah, das ist aber nicht schlecht. Dorn geschehen. Das könnte man eigentlich gleich anziehen, oder? Ich bräuchte mal eine neue Rüstung für außen draußen. Vielleicht. Irgendwann mal. Schwing, schwing, schwing. Was? Das heißt, wir sind hier fertig? Du bist neu. Hier. Die ist neu. Und nicht mit Perwoll gewaschen. Das heißt, wir könnten eine Baufolge machen. Was, schon wieder? wir könnten hier eine wunderschöne Vault bauen. Zumindest mal hier das Hauptgebäude. Das wäre echt cool. Ich meine, hier Büro und so, das haben wir eh schon. Das passt eh nicht so schlecht. Hier ein bisschen Licht und so wäre nicht schlecht, denke ich mal. Da können wir jetzt... Da können wir nach Herzenslust jetzt bauen. So, die Tür noch hier. Haben wir hier... Hier haben wir schon eine, ne? Das müsste passen. Das Büro-Dingens-Geschichtel würde ich sagen, so. Für die Sekretärin, falls meine kommen tut. Dann, ja, das können wir eigentlich eh so lassen. Irgendwann werde ich Glück haben. Also, unglaublich. Der Clem. So, wir könnten noch Behälter. Das Ding ist kaputt. Das macht immer so komische Klickgeräusche. Aha. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man hier dann... vielleicht was Kleineres. Sowas zum Beispiel. Sollen Spielautomaten so blinken? Aber eigentlich gehört... Würde das hier irgendwie hingehören, ne? Diese Schränke. Würde ich meinen. Na, würdest du? Bitte? Passen. Danke. So, dann einen kleinen oder einen anderen vielleicht. Würdest du passen? So. Und den kleinen vielleicht noch so. Irgendwie so. Dann schaut es irgendwie ein bisschen büromäßig aus. Nicht perfekt, aber immerhin sowas in der Art wie ein Büro. Ganz zur Wand darf ich gar nicht, ne? Kann ich dann hier wenigstens... wäre noch schön gewesen, eine Verkleidung zu machen, ne? Das hätte eigentlich funktionieren können, tut, glaube ich, ne? So mit Ecken und so hätte ich da schon einiges machen können, nicht der... Da hätte ich das Ganze noch schöner machen können. Naja, was liegt, das biegt. Es ist halt nicht perfekt, aber boah, es funktioniert, sagen wir so. Da. Wo wir dann mit hier draußen wären. Jetzt könnten wir hier rundherum. Irgendwann wäre ich Glück haben. Zocken die jetzt echt alle? Tatsächlich. Was will ich machen? Was wollen wir machen? Ich hätte gern irgendwo mal oben so einen Schlafbereich, wo die mal alle pennen können.
Und hier unten möchte ich noch bis hierher gehen. So ein riesen Eck draus machen. Das müsste dann mehr als genug sein. Wie viel Platz hätten wir da noch? Ah, jo, es wird langsam voll, ne? Aber ich glaube, da habe ich schon einen Topfen gemacht. Da muss ich, glaube ich, die Wand hier noch rausreißen. Da muss ich ein Stück nämlich rüberrücken. So. Weil ich hier, glaube ich, ein Eck machen muss, damit das einigermaßen klappt. Also, nanu, hier. So, Entschuldigung. So, die Vault. Dann das hier und eine Ecke, eine doppelstöckige. Die Ecke, wo ist sie denn? Ecke, 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 Ecke. So. Müsste eigentlich, sollte können tun. Dann machen wir es eben so. Das Ding ist kaputt. Das macht immer so komische Klickgeräusche. Ach, das bildest du dir nur ein. So. Na, wieso willst denn du nicht? Ach so, wegen dem da oben, ne? Ich verstehe. Aber jetzt. Ja. Daneben hätte keiner mehr Platz gehabt, ne? Na, gib's dir da mal mehr an, weil der Dingens da zu hoch ist. Das Ding hier. Gut. Dann gehört hier eine Wand her. Könnte ich eigentlich theoretisch so machen. Wenn er annimmt. Mag er nicht. Er will nicht. Na? Jawohl. Er will nicht, dass es lädt. So. Vielleicht hier doch eher nochmal ein Fenster. So, Fenster hatten wir eh schon lange keins mehr. So. Und jetzt wieder normalerweise eines um die Ecke. Also theoretisch bräuchte man jetzt das hier. Und dann könnten wir hier nochmal so ein Fenster. Irgendwann werde ich Glück haben. Oder ich nehme den hier. Sowas. Aha. Da sind wir schon wieder am Ende. Okay. Du musst mal kurz weg. So, ja. Da brauchen wir schon wieder das Eck. So, hier. Da. Das Eck. Puh. Und da wird eigentlich schon wieder... Hat die Maschine gerade schädlich gesagt? Schädlich. Dann würde ich sagen, so. Dann müsste... Hier so... Dann müsstest du so. Ich glaube, so könnte es was werden, ne? Laufen, laufen, laufen. Laufen, 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 laufen. Ist zwar, da wird einem zwar ein bisschen schlecht, aber meint, da könnte man zum Beispiel, hier zum Beispiel, könnte man so diese Gemeinschaftsecke machen. Mit Küche und so weiter. Oh, das wird schon schön. Das glaube ich, das wird schon schön. Dann wäre nochmal ein Fenster nicht schlecht. Wenigstens so. Dann werden wir da vorne einen Christbaum noch hinstellen. Wenn ich noch dahin komme. So. Klipsel. Falsch. Den hier will ich haben. So. Und dann sind wir schon wieder bei der Ecke. So. So, dann werden wir einfach hier irgendwas Schönes herbauen. Wenn die dann rausschauen, dass die was Schönes haben zum Sehen. Da oben vielleicht irgendein Bild oder so. Das wird schon toll. Ich muss nur dann darauf achten, dass ich hier nicht alles komplett zubaue, dass wir noch ein bisschen arbeiten können. Oh, dann wird das schon. So, dann geht es hier weiter mit dem hier.
Jetzt ist die Frage, wie weit soll ich eigentlich doppelstöckig machen, also diesen Doppeldingens machen? Zweistöckig meine ich. Weil ansonsten könnte ich auch hier den Gemeinschaftsraum machen, ne? Dann muss ich den nochmal verwerten. Dann muss ich das nämlich anders bauen. Fenster. Warte mal ganz kurz, dann geht das nämlich mit, na, Fenster. Dann müsste das da oben klappen. So. Und natürlich unten brauchen wir dasselbe in grün. Das müsste dann so sein. Aber warum sollte ich hier ein Fenster hermachen, wenn es dann eh keiner sieht? Zumindest unten wäre eins gut, oben brauchen wir es nicht. Oben wäre das hier gut. Warte. Das hier. Dass man nur unten rausschauen kann. So. Dann bräuchten wir. Das bist ja du gewesen, ne? Jawohl. So. Und jetzt kommt die Ecke. Jetzt kommt der Joghurt mit der Ecke. Kommt jetzt, ne? Jawohl. So. Ah, das klappt. Bin ich froh. Und so. Mit Boden. Ah, falsch. Entschuldigung. Den habe ich gemeint. Ja, das schaut schon gut aus. Aber den hier baue ich nochmal weg. Da kommt. Da kommt der noch hin. So. Na, würdest du? Danke. So, ja. Boah, das ist ein richtig großer Gemeinschaftsraum. Das wird schon passen. Aus Fenster gefällt mir so ganz. Hätte hier eins hergehört und hier eins hergehört. Müsste ich was tauschen. Warte. Ist kein Malheur. Kein allzu großes. So. Und hier nochmal. Dann tun wir das nochmal abreißen. Ja, ich weiß, ich bin lästig. Aber es soll schön sein. So, einmal. Es soll wirklich schön werden. So schön wie nur möglich. Fenster. So. Ja, schon besser. Wobei, hier wäre es auch schöner gewesen. Zwei nebeneinander haben. Nochmal tauschen. Und das Fenster hier zwei nebeneinander haben. Schaut aber auch nicht schlecht aus, oder? Ich probiere mal was. So. Warte, so. Oder? Hier und hier. Dann könnte ich hier den Hügel schön bepflanzen. Mit irgendwelchen Christbäumen oder so. Ich glaube, das ist besser. Warte. So. Und so. Und so. So ist, glaube ich, noch besser. Dann können wir hier schön was herstellen, was herbauen, irgendwas. Wäre, glaube ich, gescheiter. Jo. Ist, glaube ich, gescheiter. So circa in etwa. So, dann geht's hier weiter. Eigentlich brauchen wir hier in diesem Eck keine Fenster. Man sieht da eh nicht wirklich was. Wo bist du denn? Da. Das heißt, wir machen das einfach mal so weiter. Eins, zwei, auf drei würde ich sagen. Dann haben wir 4 mal 3. Ja, 1, 2, 3. Ja, müsste eigentlich passen. Das müsste echt groß genug sein für einen Gemeinschaftsraum. So, wo man eben Küche eventuell hat und so weiter. Das müsste passen. So, dann machen wir das so weiter. Clips. Und ich würde das Ende, ne? Jetzt muss ich gerade was probieren. Geht sich noch einer aus? Nein.
Das ist schon der letzte. So. Das heißt, hier kommt wieder das Eck hier. Und du da. So. Ah, das schaut schon toll aus. Falsche Taste. Supi. So wollte ich machen. So. Ja, ja, ja. Das schaut schon nicht so schlecht aus. Herzlichen Glückwunsch. Wir könnten hier sonst auch nochmal Reihenfenster machen. Das könnten wir auch machen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Lassen wir mal so. Na na, da ist nichts kaputt. Das hat alles seine Richtigkeit. Falsch, den will ich haben. Vier. Bin ich jetzt schon zu weit? Eigentlich ja. Du musst weg. Weg. Da kommt wieder das Ecke-Ding. Die da. Wahrscheinlich sogar schon eins, nochmal eins vorher. Also gehörst du eigentlich schon weg. So. Oh, das könnte sogar zu knapp sein. Ja, sicher. Irgendwann hat jeder von uns mal Glück. Na, das geht sich voll aus. Gut, das ist gut zu wissen, weil hier kommt die Tür hin. Hier kommt die... hier kommt eine Tür hin. Das wollte ich sagen. So eine typische Exit-Tür, sozusagen. Wenn jemand kotzen muss oder so, dann kann er da mal schnell raus. So. Vielleicht machen wir oben Fenster dafür hin. Da. So. So vielleicht. So ja. Das könnte man, glaube ich, so machen. Du da. So, jetzt bin ich gespannt, ob das jetzt noch weiter passt. Na, nicht wirklich, ne? Dann muss ich doch leider nochmal um eines raus. Raus. Es ist halt alles ein bisschen ein Herumprobieren. Sollen wir hier vielleicht auch ein Fenster machen? Man sieht zwar nicht viel, aber man sieht, man kann wenigstens vorher schauen, ob jemand schon vor der Tür steht, bevor man sie aufmacht. Nicht, dass es dann aus Versehen böse Überraschungen gibt. Außerdem wäre es auch vielleicht, ich meine, Licht hat man hier nicht unbedingt. Was habe ich gemacht? Das war falsch. Ich wollte Fenster haben, ich Idiot. Die hier. So. Na komm. Passt. Das Ding ist kaputt. Dann. Das macht immer so komische Klickgeräusche. Ach. Du bildest dir das nur ein. So. So. Na komm. Na, was war das denn jetzt bitte? Hallo. So. Und. So, komm her. Brav. Hat die Maschine gerade schädlich gesagt? Na, das hast du dir gerade eingebildet. Achso, Ecke. Verwerten. Ich hätte es nicht verwerten brauchen, ich Idiot. Wo kommst denn du? Ja. Was schon. Was? So. Und so. Gut. Diesen Reaktortypen hier stelle ich nochmal kurz dahin. Der bekommt hier jetzt nämlich auch ein extra Plätzchen. Ja, das bekommt er. So, das heißt, hier wird alles schön zugemacht. Da brauchen wir keine Fenster mehr, nix. So, und Clips. Bitte Clips an. Jetzt sag bloß, es passt nicht. Ich muss das mal kurz zerstören. Dann weine ich aber, weißt du wie?
Na, es geht. Ich hätte jetzt echt geweint, ich schwör's euch. Schädlich gesagt? Nein. Wie gesagt, du bildest dir das nur ein. So. Das machen wir so. Dann können wir hier. Oder warte. Da ist doch besser, wenn wir sie so machen. Da so. Haha, wieder gewonnen. Die Wand brauchen wir so eigentlich gar nicht. Warte mal. Warte mal. Ich will was probieren. Platz braucht sie so zum Unterrum gehen. Das Ding ist kaputt. Ne? Das macht immer so komische Klickgeräusche. Ja, ist schon gut. Ich wollte das andere Eck haben. Dieses Eck. Ich bin so doof. Ich darf hier oben, ich brauche oben ja nichts mehr zum Hatschen. Da hört sich's ja auf. Ich brauche den hier gar nicht mehr, den Boden. Stimmt, den Boden brauche ich auch nicht mehr. Weil ich verschwende Ressourcen, ich weiß. Warte kurz. Das war jetzt der Boden, ne? So. Und dann gibt es noch einen Gegenpart für oben droben. Den da. So. Ist schon besser. So, weil das muss ja frei bleiben. Ich trottel. Werde ich Glück haben. Jojo, da bin ich mir auch sicher. Na nö. Was ist mit du? Du gehörst ja eigentlich hierhin. Achso, da brauche ich ja kein Fenster, weil keiner mehr hatschen tut. Ist kaputt. Stimmt. Immer so komische Klickgeräusche. Ach, da ist nichts kaputt. So. Stimmt. Und hier waren die Doppelten jetzt zum Brauchen. Wieder gewonnen. Die hier. So. Einmal. Und komm, zweimal. Hat die Maschine so muss das ausschauen. Genau. Und da rundherum wird eben, kommt nochmal ein Weg und dann gibt es hier eine Wand. So möchte ich, wenn das halt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Da muss ich hier glatt noch eines hier rüber. So. Wand. Boah, das müsste so passen. Mal schauen, ob das auch dann so funktioniert. Hier eine Wand rundherum. Da so. Dann ist halt der ein extra Raum. Und ist dann nicht sichtbar für die anderen. So circa in etwa stelle ich mir das gerade vor. Jo. Schön, jetzt ist die Wand schon fast fertig. Muah. Dann können wir hier vielleicht noch ein bisschen nach außen gehen. Ich dachte mir so bis hierher. So bis da. Hier dann diesen Wachposten genau da drüben. Da so aufstellen. Da so, Wachposten mit Absperrung. Da, das passt schon. Und dann da oben noch eine Terrasse. Hier beginnend mit der Terrasse, von da drüben kommend. Hier so irgendwie. Das könnte eventuell was werden. So. Licht wäre auch nicht schlecht. Ich durch mal weg. Die Säule brauche ich vielleicht gar nicht. Die kommt dann vielleicht, wenn es welche geben wird, eventuell mal im Gemeinschaftsraum vielleicht. Hat die Maschine gerade schädlich gesagt? Nein. Das wird sie nie tun. Da, warte, hoppel, hoppel. Warnung. Warnung, so muss das ausschauen. Beim Fenster rausschauen und Warnung. Jawohl. Tschüss. Gibt's hier irgendwas Schönes, Brauchbares? Ne. Dekorationen für Vault. Plakate, ja, das können wir eventuell innen aufhängen. Schilder. Ist ja auch alles eher mehr für ihnen gedacht, ne? Exit war da was, ne?
Exit-Zone. Warte, warte, warte. Das gefällt mir schon mal gut. Das gefällt mir schon mal gut. Und der Part ist auch schon wieder zu Ende. Herrschaftszeiten. So, warte, 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 warte. Genau so. Hier hinten ist nichts, meine Damen und Herren. Wobei man hier noch schön ein Lager oder so aufschlagen könnte. So ein paar Kisten hinstellen, weißt du, was ich meine? Einfach als Lagerraum nutzen. Und hier wollte ich eben was Schönes machen. Oh, hoppala. So vielleicht? Oder der unten mehr? Na, da oben schaut es gar nicht so schlecht aus, schau. So. Und, na, nicht du. So. Der männliche Part. Und da hinten da das Warnschild, das ist schön. So, das ist doch mal toll. Ah, das ist ja herrlich. Was haben wir denn da? Konsolen, stimmt, ja. Computerraum aufstellen. Ein paar Kisten, dann schmeißen wir gleich dort hinten zum Lagerdings hin. Oder so. Warte, machen wir den so hin. So ein Christbaum. So. Gibt es hier so ganz kleine Kisten, dass es ausschaut, als wenn es Pakete wären? Nicht wirklich, ne? Aber streng gesehen könnte man das ja so stellen, als wenn das Pakete sein sollen. Schau. Geschenkspakete. So. So. Sind Geschenkspakete. Fertig. Schön. Aber hier können wir dafür wirklich die großen Kisten, solche riesen Wascher an Kisten. Wo sind denn die ganz großen? Das sind ja auch eher mehr kleine, oder? Dip, 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 dili, lip. Naja, so viele sind sie nicht. Aber da könnte man halt so ein paar Kisten herbauen. So. Dann vielleicht sowas. Als Lagerplatz. So halt, ne? Hier vielleicht eine rote. Von der hier vielleicht. So eine, muss ja so eine große sein. Kleinere mehr halt. Und so vielleicht da eine. So noch hier. Ah, da oben geht's nicht. Da unten, da vielleicht. So, dann hat man das als Lagerraum. So. Oh, der Part ist auch zu Ende, habe ich glaube schon mal gesagt. Ach ja, ich und meine Partlängen, es tut mir so leid, aber ja, ihr merkt es ja selber, das, ist das ganze Zeug hier, das macht halt Spaß. Ne? Was soll man machen, wenn es lustig ist, dann hört man halt nicht so schnell auf. So, ich würde sagen, die da noch. So, passt. Vielleicht irgendwann mal beleuchten. Das sind ganz schön intensive Baufolgen, ne? Aber wenigstens haben wir es schon fast umschlossen. Also die Mauern stehen. Oh. Ist ja auch schon mal was. Und wie gesagt, hier machen wir halt alles schön mit Plakaten voll. Ah, das wird schon toll. Ja, schau mal. Schaut das nicht super aus? So. Achso, in die Hocke kann ich gerade nicht gehen. Ah, schaut ja toll aus. Das schaut echt super aus. Die Kisten, da können wir auch noch zum Lagerplatz hinten schaffen, wenn wir möchten. Ich tue es jetzt hier mal hier hin, damit wir dann den Weg bauen können. So, jetzt muss ich echt Schluss machen. Schluss aus die Maus. Baufolge beendet für heute. So, jetzt ist die Frage, ob ich noch ganz fix in der nächsten Folge noch schnell Boden und sowas mache. Ob man die Vault hier noch einigermaßen schön fertig bauen. Ich würde sagen, ja, oder? Dann hätten wir das Ganze abgeschlossen. Problem ist, hier noch schön zu machen. Und gut ist. So. Den Bürostuhl hätte ich auch müssen danach drüben schaffen. So. Irgendwie. So. Ich habe den Tisch verkehrt gestellt. Das merke ich auch gerade erst jetzt. So. Na, Gottes Willen, so. So. So, ja. So.
Jawohl. Fein. Na gut, ihr Lieben. Ja, da schläft sie. Perfekt. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Auch vielen Dank für eure Geduld, was hier mit der Welt und alles so betrifft und zusammenhängt. Es ist halt wirklich, es ist viel zu tun. Wirklich, es gibt viel zu tun. Ich komme mir echt schon bald vor wie so ein Minecraft-Let's Player. Wir müssen bauen, es gibt viel zu tun, es gibt viel zu tun. Aber es ist ja wirklich, es, was man da alles machen kann. Ne? Ich meine, ihr könnt bestimmt noch wunderschönere Bauwerke bauen, als ich das hier zusammenschustern versuche. Aber so 0815 Volt wird schon werden und fürs LP, glaube ich, reicht es dann auch. So ein Palast werde ich da jetzt nicht zusammenzimmern versuchen. Das hier muss uns genügen. So. Zweistöckig sind wir dann eh. Also da haben wir schon einige Räumlichkeiten dann bald mal zusammen. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir machen noch in der nächsten Folge eine Baufolge nochmal, eine fixe. Ich werde versuchen, so gut und so schnell es geht, die Vault hier fertig zu kriegen. Zumindest einmal den groben Umriss und dann werden wir vielleicht im übernächsten Part, wenn noch nichts anderes dazwischen kommt, bautechnisch, werden wir dann mal wieder ein bisschen questen gehen. Also gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!